Kryptowährung, heißes Thema, sehr polarisierend. Auf der einen Seite die Revolution des Finanzsystems und auf der anderen Seite die vielleicht größte Spekulationsblase aller Zeiten. Die große Frage, ist Krypto was für die Zukunft oder nicht? Egal, was man von Kryptowährungen hält, Bitcoin und Ethereum sind nicht erst seit letztem Jahr, mittlerweile, glaube ich, vielen oder den meisten Leuten ein Begriff geworden. Ein Traum vielleicht, der wahr geworden ist für Satoshi Nakamoto, der sich vielleicht alleine hingesetzt hat, vielleicht mit mehreren Leuten vor 13 Jahren und Bitcoin in die Welt gebracht hat. So sehen wir heute eine riesen Adoptionswelle und ein großes Interesse, sowohl von privaten als auch von institutionellen Anlegern. Bedanken können wir uns unter anderem bei El Salvador, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert haben. Wir haben die Kunstszene durchgewühlt von NFTs, digitale Kunst, das große Thema im letzten Jahr. Dann haben wir noch die Fußball-WM gesponsert von Crypto.com und wir sehen, Bitcoin und Krypto ist angekommen. Trotzdem bleiben viele Menschen mit einem Fragezeichen zurück und fragen sich, warum eigentlich das Ganze? Es gibt doch auch Hackerangriffe, Unklarheiten in Regulierungssachen. Ist das nicht alles doch eine Spekulationsblase? Fakt ist aber auf jeden Fall mal, Bitcoin ist stark gestiegen. Mit größeren Kursen kam dann auch immer wieder mehr Hype auf und damit kommt aber auch einher die Angst, irgendwas zu verpassen. Das Ergebnis der Meme-Coin-Hype zum Beispiel. Leute, die wild in irgendwelche Hunde-Coins reingesprungen sind, um schnell nochmal die Millionen abzugreifen. Aber ist das wirklich die Frage, die wir hier an der Stelle beantworten sollten? Ist Krypto da, um nochmal ganz schnell reich zu werden? Vielleicht ist eher die Frage, ist Krypto eine gute Sache oder nicht? Auf jeden Fall. Kryptowährung gehört die Zukunft. Bleib dran. Okay, was wird das jetzt hier? Moment mal, ganz langsam. Eigentlich ist es gar nicht mal so gut. Da steht ja nichts dahinter. Kryptos haben keinen realen Gegenwert. Der Kurs von Bitcoin könnte morgen schon wieder auf Null fallen. Okay, jetzt ist noch einer da. So langsam habe ich den Eindruck, das wird hier so eine TikTok-Diskussion, wo jeder mit sich selber spricht. Eigentlich wollte ich nie in so einem Format mitmachen, aber ich glaube, es könnte einen echten Mehrwert liefern. Wenn wir uns jetzt die Vor- und Nachteile von Kryptowährung anschauen, solltet ihr definitiv wissen, dass wir alle drei in Kryptowährung investiert sind und entsprechend auch positiv dem Thema gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz, zu einer guten eigenen Meinung gehören verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven. Und ich würde sagen, wir genießen mal die Show. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht ist ja ganz cool das Format. Wenn nicht, habe ich zumindest ein bisschen Popcorn. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an, die extreme Energieverschwendung. Schau dir mal diese Grafik an. Das ist die Menge an Strom, die benötigt wird, um das Bitcoin-Netzwerk zu betreiben. Und das ist nur von Bitcoin, von keiner anderen Kryptowährung. Aktuell ist der Stromverbrauch größer als der von Argentinien, einem Land mit mehr als 45 Millionen Einwohnern. Warum wird so viel Energie benötigt, um Internetgeld zu erzeugen? Also der Vergleich ist ja jetzt nicht wirklich fair. Das liegt daran, dass die Sicherheit des Bitcoin-Systems von tausenden Computern abhängt, die Tag und Nacht versuchen, nach dem Zufallsprinzip eine 64-stellige Zahl zu erraten. Und wenn der Preis von Bitcoin steigt, werden es noch mehr Computer, was noch mehr Strom und noch mehr Klimawandel bedeutet. Die Computer laufen ein paar Jahre und werden dann zu nutzlosem Elektroschrott. Zu dem extrem hohen Energieverbrauch kommt also auch noch extrem viel Abfall. Warum machen wir das? Okay, ganz langsam. Du hast jetzt erstmal genug geredet. Ja, die Computer verbrauchen eine Menge Strom, aber nicht der gesamte Strom wird durch die Verbrennung fossiler Energie erzeugt. Im Gegenteil, der Strom kommt immer häufiger von sauberen Energiequellen, wie Solarzellen oder Windräder. In einer Umfrage unter Kryptominern haben 40% angegeben, dass sie ihren Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Außerdem ist Kryptomining auch gut dafür geeignet, Energie zu gewinnen, die wir sonst verschwenden würden. Nur mal als Beispiel, bei der Ölförderung wird oft Erdgas verbrannt, weil es ein überflüssiges Nebenprodukt ist. In den USA gibt es eine spezielle Mining-Anlage, die das Erdgas als Strom für die Computer nutzt, anstatt es einfach in die Atmosphäre zu verbrennen. Das ist doch genial! Und es gibt noch viel mehr Beispiele für innovative Mining-Lösungen. In El Salvador wird Bitcoin-Mining mit Vulkanenergie betrieben. Und bei der Windenergie haben wir das Problem, dass der Strom auch zu Zeiten erzeugt wird, in denen die Menschen ihn nicht wirklich brauchen. Mitten in der Nacht zum Beispiel. Mining-Computer, die Kryptowährung schürfen, müssen nicht schlafen. Sie können nachts arbeiten und Strom verbrauchen, der sonst verschwendet worden wäre. Oder wie es der René beim Finanzfluss-Interview erklärt hat. Häuser werden dort mit elektrischem Strom geheizt, oftmals mit Radiatoren. Diese Radiatoren verbrennen 100% des Stroms zu Hitze. Ja, da kann ich auch einen Bitcoin-Miner laufen lassen. Der verbrennt auch 100% der elektrischen Energie zu Hitze, also 99, so. Und genau diese Ansätze werden sich langfristig durchsetzen, weil sie die günstigste Art des Minings sind. Es gibt auch Studien, die belegen, dass der Bitcoin den Ausbau der erneuerbaren Energie sogar fördert. Aber warum wird bei Kryptowährungen immer der Energieverbrauch als Argument genommen? Alles verbraucht Energie. Die Frage ist doch eher, ob diese Dinge die Energienutzung rechtfertigen. Und das tut der Bitcoin. Lass mich mal kurz erklären, warum. Warte. Du hast es doch gerade selbst gesagt. 40% der Bitcoin-Miner beziehen ihren Strom aus erneuerbaren Energien. Was ist mit den anderen 60%? Und was ist mit den anderen 10.000 verschiedenen Kryptowährungen? Wir reden hier von Geld aus dem Internet, das auf Elektrizität und komplizierter Mathematik basiert. Ich war ja ganz gut in Mathe, aber komplizierte Mathematik, das mag doch keiner, oder? Siehst du, Kryptos sind doch sinnlos.
Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Noch schlimmer, sie sind sogar gefährlich. Jede Woche wird ein anderes Netzwerk gehackt und jede Woche gibt es einen neuen Scamcoin. Es gibt keine Regulierung, keinen Verbraucherschutz. Dafür aber jede Menge Betrüger. Der bekannteste Scam ist wohl die Kryptowährung Squid Game. Nachdem die Serie auf Netflix für Schlagzeilen gesorgt hat, kam irgendjemand auf die Idee, eine Kryptowährung namens Squid zu erschaffen. In einem White Paper wurde die Idee eines Online-Spiels vorgestellt, bei dem man Geld verdienen kann. Der Hype war riesengroß. Als der Coin dann auf den Markt kam, ist der Preis explodiert. Um kurz darauf wieder auf Null zu fallen. Weil der Entwickler die Leute gescammt hat und mit mehr als 3 Millionen Dollar abgehauen ist. Das ist kein Einzelfall. So etwas passiert immer wieder. Ja, man könnte jetzt sagen, selbst schuld. Man hätte sich ja richtig informieren können. Aber die Leute sind bereit, alles zu kaufen, wenn es genug Hype gibt. Jeder hofft darauf, schnelles Geld zu machen. Jeder will so sein, wie dieser Typ hier. Das ist die klassische Casino-Psychologie. Die Gewinner erzählen allen, wie viel Glück sie hatten. Und die Verlierer ziehen sich still und heimlich zurück. Das erweckt den Eindruck, dass jeder, der in Kryptos investiert, unglaublich reich wird. Und das führt dazu, dass Menschen Angst haben, etwas zu verpassen und ihr Geld einfach blind in den Markt schmeißen. In der Psychologie gibt es sogar einen Begriff dafür, the fear of missing out. Und ja, viele Finanzsysteme beruhen auf menschlicher Psychologie. Aber wenn man in ein Eigenheim oder in eine Aktie investiert, setzt man auf etwas, das einen realen Gegenwert hat. Bei Kryptos investiert man in die Überzeugung, dass immer mehr Menschen daran glauben und mit der gestiegenen Nachfrage auch der Preis steigt. Das ist ein klassisches Pyramidensystem, bei dem die Leute an der Spitze am meisten verdienen. Was denkst du, warum man in den USA jetzt auch über PayPal verschiedene Kryptowährungen kaufen kann? Oder warum immer mehr Neo-Broker wie Trade Republic den Handel mit Kryptos anbieten? Naja, ganz einfach. Sie verdienen daran. Und die CEOs sind wahrscheinlich selbst in Bitcoin investiert. Diese Leute stehen ganz oben an der Spitze der Pyramide. Natürlich machen sie es dir so einfach wie möglich, Kryptos zu kaufen, weil sie damit noch reicher werden. Ja, man kann mit Kryptos Geld verdienen. Es war immer schon möglich, in einer Spekulationsblase reich zu werden. Je früher man einsteigt, umso mehr profitiert man normalerweise. Das heißt aber noch lange nicht, dass Kryptos eine gute Investition sind. Und das heißt definitiv nicht, dass sie gut für die ganze Welt sind. Du verstehst nicht, worum es hier geht. Bisher gab es bei jeder neuen Technologie in der Anfangszeit fragwürdige Phasen mit Betrug oder Missbrauch. Das passiert eben bei neuen Innovationen. Die Leute stürzen sich darauf und probieren neue Dinge aus. Sie sind zu sehr gehypt, machen Fehler und es gibt so gut wie keine Regeln. Das Internet war früher ja auch nicht ganz so sicher und viele Leute waren extrem skeptisch. Aber mit der Zeit reifte die Technologie. Und wir können heute ja auch nicht mehr auf das Internet verzichten. Und da entwickelt sich der Kryptomarkt gerade hin. Hör auf, dir die Geschichten von irgendwelchen Meme-Coin-Millionären anzuschauen. Bei digitalen Währungen geht es um viel mehr als nur um schnelles Geld. Kryptos können dabei helfen, grundlegende Probleme des heutigen Finanzsystems zu lösen. Es ist kein Zufall, dass das Konzept des Bitcoins kurz nach der Finanzkrise 2008 veröffentlicht wurde. Also kurz nachdem die US-Bank Lehman Brothers kollabiert ist. Die Wirtschaft befand sich im freien Fall und Zentralbanken auf der ganzen Welt haben wieder mal Milliarden in die Märkte gepumpt, weil diese Banken zu groß zum Scheitern waren. Und wie aus dem Nichts veröffentlichte jemand unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einem Internetforum das Bitcoin White Paper. Ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeldsystem, das ohne Regierung und ohne Banken funktioniert. Ein System, das ohne Vertrauen in zentrale Instanzen auskommt. Bitcoin ist so besonders, weil es ein komplett neues System ist. Ganz anders als das, was wir kennen. Das Grundproblem unserer heutigen Fiat-Währung ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit sie funktioniert. Genau das hat Satoshi Nakamoto auch in den ersten Block des Codes im Bitcoin geschrieben. Der Bitcoin löst dieses Problem mit der gleichen Methode, die auch schon das Internet ermöglicht hat. Er verbindet fremde Menschen aus der ganzen Welt miteinander, komplett dezentral. Ohne Mittelsmänner, durch Kryptographie und Technologie. Und ja, dieses magische Internetgeld ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Ja, stimmt. Zum Beispiel, um Drogen zu kaufen. Ja, auch. Aber auch für eine Reihe anderer Dinge, die wir uns schwer vorstellen können, weil wir hier in Deutschland leben. Frag am besten mal die Leute in Venezuela, was sie von ihrem Geldsystem halten. Die heimische Währung Bolivar ist nichts mehr wert. Die Hyperinflation hat all die Ersparnisse der Menschen innerhalb kürzester Zeit zerstört. Und all das nur, weil sie ihrer Regierung vertraut haben. Oder denkt nur mal kurz an Nigeria. Ein Land, in dem die Regierung quasi alle Bankkonten von Menschen einfriert, die gegen die Polizeibrutalität protestieren. Was glaubst du, warum der Bitcoin gerade in Nigeria so beliebt ist? Das sind Probleme, die es beim Bitcoin nicht gibt. Es gibt keine Regierung, die dein Konto einfrieren kann. Es gibt keine Regierung, die mehr Geld drucken und deine Coins entwerten kann. Der Bitcoin wird nicht von Regierung oder von einem Vorstand kontrolliert. Er wird von der Gemeinschaft kontrolliert. Durch die Blockchain ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich, Vertrauen nicht durch politische Institutionen, sondern durch Technologie herzustellen. Für Menschen, die unter einem autoritären Regime leben, sind das ganz neue Möglichkeiten. Ja, wir haben es verstanden. Die Eliminierung von Banken und Regierung als Mittelsmann hat extrem viele Vorteile. Aber wer schützt die Menschen aus Nigeria oder Venezuela?
Venezuela vor Betrügern und Hackern. Schau dir nur mal die Liste hier an. Das sind alles Kryptowährungsbörsen, die gehackt wurden. Das ist eine verdammt lange Liste. Normale Menschen, die sich nicht so gut mit der Technik auskennen, sind viel anfälliger für solche Hackerangriffe. Ja, die Blockchain ist eine wirklich coole Sache und scheint ziemlich sicher zu sein. Aber die Menschen interagieren nicht direkt mit der Blockchain. Man braucht immer noch irgendwelche Dienste oder Anwendungen, um Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Und es sind diese Dienste, die zu einem Mittelsmann werden, der anfällig für Hackerangriffe ist. Aber sagen wir einfach mal, dass deine Kryptos absolut sicher sind. Sie werden niemals gehackt. Dann sind sie immer noch einer extrem hohen Volatilität ausgesetzt. Schau dir nur mal die Kursentwicklung von Bitcoin im letzten Jahr an. Er schwankt die ganze Zeit, teilweise um mehr als 30% innerhalb weniger Tage. Wenn du jemand bist, der eine Menge Geld hat und ein bisschen zocken will, macht das wahrscheinlich richtig Spaß. Aber was ist, wenn du jemand bist, der eine stabile Währung braucht, weil du damit zum Beispiel Lebensmittel kaufen willst? Wie kann man einen so extrem volatilen Vermögenswert kontrollieren, dass er stabil bleibt? Wahrscheinlich nur durch sowas wie staatliche Mittelsmänner. Und schon sind wir wieder in der komplizierten Welt des Vertrauens und der Mittelsmänner, der staatlichen Kontrolle. Das beste Beispiel dafür ist El Salvador. Letztes Jahr hat Präsident Bukele den Bitcoin zu einer offiziellen Währung gemacht. Eine gesetzliche Form von Geld, das jedes Unternehmen im Land akzeptieren muss. Und wer hätte es gedacht, der größte Teil der Infrastruktur, die benötigt wird, um Bitcoin tatsächlich zu nutzen, wird von der Regierung kontrolliert. Das fängt bei der App an, mit der man Bitcoin tauschen und kaufen kann, und hört bei den Geldautomaten auf. Das ganze Thema und Kryptos, Dezentralisierung und Power to the People klingt in der Theorie ja gar nicht so schlecht, aber in der Praxis sieht es dann meistens anders aus. Damit das System für die Massen funktioniert, muss einfach ein Mittelsmann zwischengeschaltet werden. Du darfst dich nicht zu sehr darauf konzentrieren, wie es jetzt funktioniert. In den 90ern war das Einzige, was man im Internet machen konnte, sich einzuloggen, etwas zu lesen und ab und zu mal auf einen Link zu klicken. Das Web 1.0 war ein reines Leseerlebnis. Manche Leute haben wahrscheinlich langweilig. Wir brauchen keine Geschichtsstunde. Worauf willst du hinaus? Warte. Jetzt lass ihn doch mal bitte ausreden. Warte mal. Du bist immer noch hier? Ja, natürlich bin ich noch hier. Wo soll ich sonst sein? Ich versuche mir ein bisschen meine eigene Meinung an der Stelle zu bilden. Ich habe Streit erwartet, aber ich genieße die Show. Macht weiter. In den 2000er Jahren kam das Web 2.0. Das Internet hat sich immer mehr von statischen zu dynamischen Webseiten verändert. Die Nutzer konnten jetzt auf einmal ihre eigenen Inhalte erstellen. Egal ob Blogbeiträge, Essensbilder oder Videos. Selbst wenn wir auf Instagram oder YouTube nichts hochladen, nehmen wir aktiv am Internet teil, indem wir andere Inhalte liken, kommentieren oder bewerten. So wie du dieses Video bewerten kannst. Wir erstellen also die Inhalte für die ganzen interaktiven Webseiten. Profitieren tun aber die anderen. Digitale Tech-Konzerne sammeln Daten von Nutzern und verdienen mit personalisierter Werbung Milliarden. Ja, manchmal teilen sie einen kleinen Teil davon mit den Content-Erstellern. Aber die meisten von uns arbeiten kostenlos für die großen Technologieunternehmen. Aber es gibt eine bessere Lösung, das Web 3.0. Das ist das, wo wir uns hinbewegen. In dem neuen dezentralen Internet können wir Geld verschieben, Einkäufe tätigen oder mit Menschen in Kontakt treten, ohne die Erlaubnis von Mark Zuckerberg oder irgendeiner Regierung. Sie sind kein Bestandteil dieses Systems. Es ist eine völlig neue Art des Internets. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Du klingst wie ein verrückter Anarchist mit einer utopischen Vision für die Zukunft. Kommen wir zurück zu den Fakten. Chill mal. Das ist keine verrückte Vision für die Zukunft. Das passiert tatsächlich. Und der Bitcoin ist erst der Anfang. Es geht noch viel weiter. Durch die Entwicklung von Smart Contracts entsteht ein ganz neuer Bereich. Ein neues System, das es Menschen ermöglicht, Dinge in Token umzuwandeln und in einer globalen Gemeinschaft im Internet miteinander zu tauschen. Und es geht wieder los. Token. Lass mich raten. Token werden die Welt retten. Sie werden alles verändern. Alles wird durch Token auf der Blockchain ersetzt. Früher oder später vielleicht. Wer weiß, was in den nächsten Jahren passieren wird. 100.000 Software-Ingenieure und Entwickler erforschen jede mögliche Nische der Kryptowelt. Es entstehen komplett neue Märkte wie NFTs oder DeFi. Dezentrale Finanzwirtschaft war vor ein paar Jahren nicht mehr als ein theoretisches Konstrukt. Und heute? Ein milliardenschwerer Finanzsektor, auf dem sich Hedgefonds und Vermögensverwalter stürzen. Bei NFTs sieht es ähnlich aus. Der Hype, den wir gerade sehen, darf nicht unterschätzt werden. Wer hätte gedacht, dass ein alternatives Geldsystem den Kunst-, Sammler-, Musik- und Sportmarkt komplett auf den Kopf stellen könnte? Denk mal darüber nach, was das alles bedeutet. Es geht nicht mehr um ein alternatives Geld, sondern um ein alternatives System. Es geht um ein neues Internet der Werte. Eine Alternative zum Status Quo des Web 2.0. Das Web 3.0 hat das Potenzial, die Welt auf die gleiche Weise zu verändern, wie es das Internet in den frühen 2000ern getan hat. Stell dir ein Internet vor, das den Nutzern gehört und von ihnen verwaltet wird. Deine Daten gehören nicht den großen Technologieunternehmen. Sie sind in einer verschlüsselten Datenbank dezentral gespeichert und du alleine entscheidest, wer darauf zugreifen kann. Du beschreibst das Bild einer Internet-Utopie, in der jeder eine Stimme hat. Eine Welt, in der die Nutzer tatsächlich bestimmen können, was online passiert und in der sie an Entscheidungen und Gewinnen teilhaben. Aber hat das nur Vorteile? Dezentralität bedeutet gleichzeitig auch, dass sich Hassnachrichten und Fake News
ohne eine kontrollierende Instanz viel leichter verbreiten. Und außerdem, glaubst du wirklich, dass diese großen zentralen Instanzen ihre Macht einfach so hergeben? Immer mehr Politiker fordern strengere Regeln für Kryptos. In Ländern wie China, Katar oder Ägypten ist das Mining und der Handel mit Kryptowährungen bereits verboten. Und auch hier bei uns in Europa wäre es fast dazu gekommen. Regierungen können also nach wie vor einen großen Einfluss auf den Markt nehmen. Auf der Zeitleiste sieht man ganz gut, welche Auswirkungen negative Schlagzeilen aus China auf den Kryptomarkt hatten. Als Anfang 2018 strengere Vorschriften gegen Bitcoin-Miner erlassen wurden, ist der Kurs innerhalb von 90 Tagen um 55% eingebrochen. Das zeigt doch, wie stark der Einfluss Chinas auf den Markt war. Ja, genau, wie stark der Einfluss war. Damals hatte China ein Quasi-Monopol auf das Handelsvolumen und die Mining-Hashrate. Da ist ja nur logisch, dass ein mögliches Mining-Verbot den gesamten Kryptomarkt beeinflusst. Aber seit dem tatsächlichen Mining-Verbot im letzten Jahr ist der Anteil von Chinas Mining-Hashrate von über 70% auf 0% gesunken. ChinaFAT hat keine Auswirkungen mehr auf die Märkte. Regelmäßig finden Anhörungen und Diskussionen in allen möglichen gesetzgebenden Instanzen auf der ganzen Welt statt. Es werden Gesetze und Leitlinien für die Regulierung und steuerliche Behandlung von digitalen Vermögenswerten ausgearbeitet. Auch wenn einige der Gesetze nicht unbedingt kryptofreundlich sind, zeigt allein die Tatsache, dass die Regulierung von Kryptos in der Politik diskutiert wird, ihre wachsende Relevanz. Es gibt eine Blockchain-Strategie der Bundesregierung, einen Blockchain-Bundesverband und Parteien, die eine Pro-Krypto-Haltung einnehmen. Der IWF, das Weltwirtschaftsforum, die EZB, alle diese Gremien haben ihre eigenen Konzepte darüber vorgelegt, wie Kryptowährungen reguliert werden können. Regulierung schön und gut. Aber trotzdem bleibt das Ganze extrem risikoreich. Es gibt zu viele schlechte oder einfach falsche Informationen. Und wenn man das dann mit einem geringen Verständnis des komplexen Themas kombiniert, kann man sich leicht mitreißen lassen und Geld verlieren. Puh, das war wild, würde ich sagen, und sehr emotional. Wenig verwunderlich, das Thema Krypto sehr, sehr aufgeladen. Das Allerwichtigste ist wirklich, geht objektiv an die ganze Geschichte ran und auch genauso, wenn ihr andere von dem Thema begeistern wollt. Denn nur das bringt die Krypto-Szene, bringt Bitcoin und Krypto wirklich weiter. Was uns ansonsten auch hilft, ist eure Meinung. Wie steht ihr jetzt zu dem Thema? Ist Krypto eine Spekulationsblase oder doch die große Finanzrevolution oder vielleicht was ganz anderes? Schreibt es gerne unten rein und wenn euch das Ganze ja noch gefallen hat, dann sehr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr mehr von Mirko sehen wollt, schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Light Up.